Abgeordneter Klaus Köchel, Sie haben das Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzter Herr Minister, die Frau Präsidentin hat den Tagesordnungspunkt vorgelesen und eingebracht. Und für uns stellt sich ganz einfach die Frage, nachdem die ÖVP, und das in den letzten 2 Jahren, Dutzende Anträge von der Opposition, wo wir über die AK und über sämtliche Interessensvertretungen eingebracht haben, haben sie einfach immer wieder vertagt. Das ist nämlich der Vertagungsausschuss der ÖVP. Da merkt man, da ist nicht so ein großes Interesse, da merkt man, das wollen sie nicht so und das wird immer wieder vertagt. Und ausgerechnet dieser Antrag, der die Fristsetzung von Eiern regelt, der war beim ersten Mal dann sofort drauf. Ich frage mich wirklich, Herr Minister, wieso lassen Sie das auftun? Das ist ja eine ganz klare Geschichte vom Landwirtschaftsausschuss. Die Agrarindustrie, und jetzt werden Sie manche fragen, was hat Konsumentenschutz mit der Agrarindustrie, die sieht ihr wieder bei der ÖVP. Wo macht ihr da eine Förderung für die Regionalität? Wo macht ihr da eine Förderung für den ländlichen Raum? Ihr redet immer von ländlichen Raum. Der kleine Bauer kann seine Eier so und so verkaufen. Und die große Eierindustrie in Europa möchte jetzt von 21 Tagen das Ganze auf 28 Tage tun, damit die Konsumenten 4 Tage schlechtere Eier kriegen in die Regale. Ja, das ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar. Und das kann es ja nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Man muss einmal genau nachdenken, wenn heute 1-2 Tage so ein Ei abgelaufen ist von Datum her und wenn man dann weiß, man macht ein weichgekochtes Ei und das steigt nicht hoch, ist das eigentlich kein Problem. Man kann das trotzdem essen. Und jetzt wird das aber nicht mehr gehen. Der Konsument ist geschädigt und ihr wollt den Konsumenten verkaufen, dass das Ei letztendlich dann für den Konsumenten ein Vorteil ist. Ich glaube, das ist oberzunehmen. Das ist oberzunehmen von dieser Tagesordnung. Ihr schützt wieder nur die Eierindustrie unter den Lenkmantel, die EU führt das ein. Ich finde das einfach nicht korrekt und deshalb finde ich, dass hier auf keinen Fall zugestimmt werden kann.